Alright. So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde von FP Trinkt. Heute wenden wir uns mal dem Bier zu, für das euch entschieden in der Umfrage, die ich auf Facebook gestellt habe. Ich habe euch drei Auswahlen gegeben, entweder Pilz in der Urquell, Warsteiner Pilz und Frühkirsch. Und ihr habt mit überragender Mehrheit euch für Letzteres entschieden. Für das Frühkölsch, Deutschlands meistgetrunkenes Kölsch, muss man sagen. Hier habe ich mal ein Exemplar vorbereitet. Und deswegen ist es eine Art Referenz, also das meistgetrunkene Kölsch. Also das ist der Grund, warum Kölsch existiert, das ist der Grund, warum Kölsch heute getrunken wird. Die meisten Kölscharten, relativ gesehen, hat Frühkölsch die Mehrheit, würde ich mal so behaupten. Und hier werden wir wahrscheinlich die meisten Gründe finden, warum Leute eigentlich Kölsch trinken. Ich muss sagen, ich persönlich bin vom Kölsch nicht ganz überzeugt. In der Vergangenheit war ich kein großer Fan von Kölsch. Es ist für mich einfach ein bisschen zu süffig, es hat wenig Charakter und es schmeckt mir ein bisschen wässrig. Aber heute schauen wir mal, was wir für Ergebnisse finden werden. Ich habe jetzt gerade kein Kölschglas dabei, kommt mir auch nicht. Ich habe einfach ein Diebesglas, ist so ähnlich und ja, probieren wir es mal. Ziemlich hell, muss man sagen, klar. Es ist obergärig, also haben wir hier mit einer. Was ist das denn? Yo. Wow, ist das zu schauen. Was ist das denn? Ja, also wir haben es hier mit einem obergärigen Bier zu tun, also mit Hefe, die sehr hoch erhitzt wird. Es hat einen Alkoholanteil von 4,8%, normal, wie meisten Pilsner auch. Und ja, Frühkölsch wird seit 1904 gezapft und gebraucht in der Herrlich obergärig Kölner Hofbräu früh. Soll das die Brauerei sein? Ich schau mal. Naja, guck mal, auf jeden Fall ist Köln, das heißt ja Kölsch. Ja, es schmeckt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also, der erste eine, den ich gerade hatte, war Spülwasser. Das sieht auch so ein bisschen aus. Ich meine, jetzt weiß ich auch, warum manche Leute sagen, das Bier und das Bier ist Pisse. Ja, es sieht ein bisschen aus, finde ich. Also, ich weiß nicht, es ist ein bisschen hell. Hellgelb. Und der Schaum bildet sich überhaupt nicht. Was mir gar nicht gefällt, da gibt es nur so eine kleine Anekdote. Ich war mal in Belgien, da war ich in einem Lokal, in einer Kneipe, die im Guinness World Rekorder war, weil sie, glaube ich, die meisten frisch gezapften Biere hatten. Ich kannte nichts davon, bis auf Guinness, und die haben auch sehr viel Prozent gehabt. Und was die gemacht haben, die hatten Bier mit Schaum und den Schaum haben die einfach abgehakt. Warum? Das ist ja grausam. Wie kann man denn den Schaum abhaken? Ich meine, jedes Bier sollte über eine schöne Schaumkrone, ich meine, jedes gute Bier, das ich kenne. Weizen und Pilz sollte noch über schöne Schaumkronen verfügen. Ja, das ist ein Aushängeschild. Was man beim Kölsch aber nicht wirklich sieht, aber ich nehme mal, bevor ich hier zu viel fasel, auf jeden Fall mal einen Schluck. Prost. Das schmeckt aber sehr bitter. Obwohl... bitterer, als ich dachte, als ich es in Erinnerung hatte. Aber kaum würzig, muss ich sagen. Also man kann schon ein bisschen ablesen, dass ich kein großer Freund von Kölsch bin. Ne? Also es ist herb, aber trotzdem entwickelt es keinen wirklich würzigen Geschmack. Ich meine, manche Leute mögen es sehr mild, die haben ein klein bisschen weniger Würze drin und können das dann, ist es dann leicht bekömmlicher. Manche haben es gerne würzig, ich mag beides, aber ein Mittelding, ich meine, das ist weder bekömmlich für mich, noch ist es richtig würzig, noch hat es einen richtig guten Geschmack, den man erkennt, also einen richtig, richtig guten Geschmack. Ich meine, der satten Geschmack, aber der ist, den finde ich nicht so gut. Was steht da denn drauf? Das schmeckt fast wie Spülwasser, muss man sagen, also jetzt bin ich aber... Was trinken die Kölner eigentlich? Nach dem Rezept von Peter Josef Früh entsteht... Ach so, er heißt Früh. Entsteht in der Familienbrauerei noch heute diese obergärige Bio-Spezialität aus besten Zutaten? Ja. Deutsches Reinheitsgebot. Ich meine, die Zutaten, die kennen wir ja. Ne? Hefe, Hopfen, Wasser. Aus besten Zutaten nach deutschem Reinheitsgebot. Ein Lieblingsbier der Kölner. Leute, Kölner, was macht er denn da? Das zu einem Original der Stadt wurde. Ich glaube, ein weiterer Grund, warum ich viel lieber nach Düsseldorf gehe. Obwohl ich nicht so viel Alt trinke, aber das Kölsch, das schmeckt mir im Prinzip, nee. Ich habe auch von manchen Leuten gehört, dass es bessere Kölscharten gibt. Gaffelkölsch habe ich zum Beispiel gehört, ja. Ja, aber Frühkölsch, da bin ich ein bisschen, da finde ich jetzt ein bisschen mau, also das Ergebnis. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kölner sagen, yo, das ist unser Bier, das ist unser Kölsch, darauf sind wir stolz drauf, da trinken wir regelmäßig. Das hat nichts wirklich, nicht wirklich was Besonderes, wo man sagt, oh ja, das schmeckt geil, da trinke ich. Nee, es hat einen eher mauren Geschmack, muss ich sagen. Also,
ich persönlich weiß damit nicht, nichts anzufangen. Also es ist schön, dass die Kölner darauf stolz sind. Oder schön, aber Frühkölsch. Ach du Scheiße. Nee, also da werde ich mir wahrscheinlich nicht Deutsch verkaufen. Also muss echt mal gesagt sein, das ist wirklich ein Bier. Obwohl manche von euch das wahrscheinlich gewählt haben, weil ihr sagt, Frühkölsch, testet das mal, das ist ein gutes Bier. Ich muss sagen, ich finde es nicht, ich persönlich, meine Meinung, ich halte da nicht viel von. Und jetzt noch weniger, muss ich sagen. Also ihr könnt es trinken, aber für mich ist das kein richtiges Bier. Also es ist Kölsch. Es ist, da trinke ich auch lieber Weizen oder Pils oder Schwarzbier. Aber Kölsch, als Fazit kann man sagen, ich persönlich halte vom Frühkölsch nur wenig, jetzt noch weniger. Ich mag Frühkölsch nicht, ich finde den Geschmack, ja, anfangs wässrig, aber der Nachgeschmack wirkt sehr herb, obwohl man sagen kann, dass er jetzt nicht wirklich geschmackvoll ist. Also es ist weder bekömmlich, ja, noch ist es besonders würzig. Das sind ja beides positive Eigenschaften, die es hier nicht vorzuweisen hat. Also Kölsch ist Kölsch. Es gibt Leute, die mögen das, ich mag das gar nicht. Und deswegen kann ich dem Bier auch nicht mehr als was sagen werden. Ich gebe dem 4 von 10 Punkten, also es ist für mich unterdurchschnittlich. Es ist kein Bier, wo ich sagen muss, oh Gott, da muss ich kotzen. Ich glaube, es ist kein wirklich deutsches Bier, wo man kotzen muss. Ich meine, deutsches Reinheitsgebot. Da kann man nicht wirklich viel Scheiße bauen. Aber es ist Kölsch, 4 von 10 Punkten, also es ist keine Sauerei, aber es ist einfach kein Bier, wo man sagen kann, das hat was für sich. Außer, dass es ein typisch Kölsch, typisch Bier aus Köln ist, wo man sagt, ja, da trinkt man in Köln gerne. Ob die Leute da trinken, um dazuzugehören? Ja, ich bin Kölner, wenn ich Kölsch trinke, aber subjektiv gesehen, ich kann es nur subjektiv bewerten, ist meine Meinung. Ich mag es nicht. Seht's mir nach, aber wenn ihr wollt, könnt ihr es trinken, aber ich rate davon ab. Also, es ist nichts Besonderes, es ist ein unterdurchschnittliches Bier, also 4 von 10 Punkten, mehr kann ich aber nicht sagen. Ja, das war das neue Video auf dem VTuber Channel. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu einer neuen Runde FP Trinkt. Vielleicht will ich dazu noch eine Umfrage machen, aber ich denke, bin ja schon sicher, was die nächste Folge drankommen wird. Und was drankommen wird, das werdet ihr den nächsten Tag auch erfahren. Aber bis dahin, wir sehen uns. Auf Wiedersehen.